Fuck. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4, Part 15. Und in diesem Part, meine Freunde, bin ich gerade echt hell, aber es wird gleich zu der Umgebung passen, deswegen wartet einfach ab. Wir waren gerade in Madagaskar. Die 12 und? Türme. Was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Okay. Wir suchen einen Turm. Ich habe gerade gar nicht richtig aufgepasst, weil es so überwältigend geil aussieht. Wir sind gerade in Madagaskar. Ich wusste, dass Madagaskar so aussieht. Wunderschön. Oh, und es ist so geil. Die Spuren von dem Truck in dem Boden einfach. Und der Boden sieht so rötlich und geil aus. Oh mein Gott. Was war das gerade hier? Kann ich das umfahren? Wer hat diese Steinbalken gemacht? Muss ein Wegweiser sein. Halten wir die Augen offen. Oh, das ist ein Wegweiser und ich habe ihn zerstört. Perfekt. Okay, dann fahren wir einfach mal. Okay, ich muss die Augen offen halten. Was? Bremse? Ja, ich weiß ich alles. Auto fahren kann ich. Bloß nicht da runterfahren. Ich will nur gucken, Leute, ganz ruhig. Wow, kann ich da runter? Nee, oder? Ich glaube nicht, dass ich da runterfahren kann. Nee. Das lassen wir lieber. Ich denke mal, hier liegen überall übelst Schätze versteckt, aber ich werde die jetzt wahrscheinlich nicht suchen, weil es dauert ewig. Ich denke mal, da kann ich ja überall hin. Naja, wir fahren einfach mal da runter. Scheiß drauf. Sagt mir Bescheid, wenn ihr einen Wegweiser seht. Aber ich sehe gerade gar nichts. Da kann ich wohl... Ah doch, ich kann hier lang. Immer schön die Augen offen halten. Was haben wir? Da vorne Ruinen. Oh. Wartet hier, ich sehe mich mal um. Da ist eine Ruine. Sehr interessant. Kommt immer noch so viel herum? Ich versuch's. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Ja, okay. Ich weiß, wo ich geparkt habe. So weit bin ich jetzt auch nicht weg. Ich bin übrigens immer noch krank, deswegen entschuldigt mich, wenn ich ab und zu huste. Nicht wundern. Aber sonst bin ich wieder fit. Eigentlich, deswegen nicht wundern. Ach, schon wieder alles gut. Ich muss irgendwie darüber, aber wie? Mit meinem Haken kann das sein? Versuchen wir es mal. Nee. Hä? Irgendwie muss ich da rüberkommen, aber wie? Ich glaube, ich habe das sogar in dem Beta-Gameplay gesehen, also von dem Trailer auf der offiziellen PlayStation-Seite. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie es geht. Ich glaube, ich muss... Nicht viel zu sehen hier. Doch, da konnte man irgendwas machen, aber was? Egal, scheiß drauf. Wir fahren weiter. Ah, doch, halt mal. Und? Ah, hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Oh, ich wollte eigentlich den Haken da vorne greifen, weil da vorne ist so ein Haken. Wisst ihr, wenn man zum Beispiel irgendwie am Baum sich rausziehen kann aus Schlamm oder sowas. Wie in Jurassic Park, wer die Zähne kennt. Als die Tyrannosaurus Rex angegriffen haben, Alter, was schaut aus? Ja! Yeah! Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen. Ich bin ein Vulkan. Das sind wohl den billigsten Geländewagen. Warte, Sally. Heißt das, du hast tatsächlich die Forschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein. Ja. Handbremse? Hui! Haha, geil. Okay, wo muss ich hier lang? Da lang. Fahren wir einfach mal. Wo geht's dahintere? Dahintere geht's auch irgendwo. Wartet mal. Wobei, halt mal. Ich gehe erstmal kurz in den Wasserfall hoch. Mal schauen, ob hier irgendwas ist. Yeah! Das sieht mir voll verdächtig aus. Warte mal. Oh. Tja, vielleicht sollte ich doch so eine Art Indiana Jones werden oder so. Ne, eigentlich nicht. Heilige Scheiße. Was haben wir hier Schönes? Das kann ich runterziehen. Ziehen wir es gleich mal runter. Ah, ja. Eine Kiste. Die werden wir gleich wahrscheinlich für... Ah ja, dass ich da hochkomme. Okay.
Tut mir leid, ich laber heute sehr viel Scheiße, irgendwie ist mir gerade aufgefallen. Ja, heute ist schon wieder so ein Tag, wo ich einfach nur abgefuckt bin. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Naja. Das reicht. Kommen die eigentlich nicht? Was sind die? Muss ich alles alleine machen oder was? Okay, komm schon. Was haben wir hier? Notiz. Ah. Die lesen wir doch gleich mal durch. 2. Juni 1702. Kapitän Harrison. Harrison Ford. Ich wusste es, Indiana Jones. Es sind schon 3 Tage vergangen, seit Sie und Ihr Regiment zu den Türmen aufgebrochen sind. Und unsere Hoffnung, dass Sie Captain Avery finden und ihn festnehmen, ist ebenso zunichte wie unsere Vorräte. Die Entdeckung dieses Piratenverstecks nach Jahren voller falscher Fährten hat den Glauben meiner Männer gestärkt. Aber nach 3 Tagen in dieser feuchten Höhle werden Sie langsam unruhig und ängstlich. Sie wollen hier nicht sterben oder schlimmer, mit leeren Händen nach Kings Bay zurückkehren. Daher werden wir bei Tagesanbruch ungeachtet ihrer Anweisung so viele Vorräte und Waffen nehmen, wie wir tragen können und uns selbst auf den Weg zu den Türmen machen. Dort werden wir Avery mit Gottes Gnade fassen und ihn vor Gericht stellen. So Gott will, werden wir dort auf sie treffen. L.T. Sherwood. Viertens. Infanterieregime unter der Lizenz der Ostindien-Kompanie. Ah. Kann ich das irgendwie umdrehen oder so? Sehr interessant. Das heißt, die haben ihn gesucht, Avery, und er war hier. Und die sind auch auf den Vulkan gestiegen anscheinend. Aber waren zuerst hier in der Höhle. Und hier war alles kalt und so. Und die hatten wenig Vorräte und sowas. Und hier liegt ein Schatz. Haha. Yeah. Oh. Mach meine Stimme schon im Arsch. Verwitterte Steinschlosspistole. Sieht mal sehr sexy aus. Nein! Wieso gehe ich immer? Ich gehe immer zu den anderen Schätzen. Wie zoomt man nochmal so? Aus Holz ist die, oder? Oder nee, Stein. Was ist denn das? Holz. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall nice aus. Okay, ich glaube, das war alles hier oben. Kann ich wahrscheinlich sowieso nicht hoch. Nee. Dann gehen wir zurück. Ich glaube, das war alles hier. Nice. Aber nicht schlecht. Jetzt fragen sie bestimmt so, hast du was gefunden, Nathan? Und ich so, nee, gar nichts. Würde sowieso nicht sagen. Voll durch den Wasserfall. Hier! Yeah! Hinter dem Wasserfall ist eine Höhle. Im Ernst? Ah, oh, fuck. Ja, im Ernst, da ist eine Höhle. Ich fand's gerade voll lustig, wie die abgespritzt wurden vom Wasserfall, obwohl sie es gerade wollten. Man hat's voll gemerkt. Oh, was haben wir hier? Was ist denn das hier? Eine Brücke? Sieht nicht sehr stabil aus, muss ich sagen. Könnte man wohl als Wagen bezeichnen. Ja. Ach, wo muss ich denn weiter? Ah, da muss ich hoch, oder? Komm schon! Ja! Versprechend aus. Ah, fuck! Komm schon, Baby! Los, 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 los! Ja! Komm schon! Yes! Geschafft! Geschafft! Da ist ein Steinhaufen! Oh Mann, das tut mir voll leid, ich mach die alle kaputt. Und die hat jemand bestimmt so 5 Stunden gebraucht, um die aufzustellen und ich fahr einfach drüber. Fuck. Naja, vielleicht krieg ich eine Trophäe dafür, wenn ich alle umfahre. Okay, auf jeden Fall. Junge, lass uns nicht abstürzen. Oh fuck. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Ah! Alles gut. Karen. Wie kann ich nach hinten gucken? Geil. So. Das war heftig. Da kommt niemand mehr drüber. Sonst stürzt die richtig ein. Oh, fuck, nicht runterrutschen, Nathan. Oh. Komm schon, mit voll viel Schwung. Auf nach oben. Ich hab Matsch im Mund. Oh, fuck. Was ist los? Kommen wir nicht vorwärts. Er hat Matsch im Mund. Ich hab auch Matsch im Mund. Die Räder finden keinen Halt. Oh. Ja. Nathan, die Felsen. Ich seh's. Ja, die Felsen. Ja, super, ich versuch's ja. Fuck. Der kommt nicht mehr weg. Was ist schon los? Jetzt bin ich voll am Arsch. Ja, alles klar. Okay, gehen wir wieder runter. So, jetzt komm schon. Felsen, komm, ja, ja. Ja! Ja, wir gehen da lang, oder? Scheiß drauf, da hoch nicht. Einfach hier lang. Langsam hab ich den Dreh raus. Ja, bitte. Ja! Na, yeah. Meine Stimme. Ja. Oh, Harry, mein Rückgrat. Sein armes Rückgrat. Das sieht mir, warte mal. Das sieht mir gerade voll verdächtig aus. Ich sehe mich hier mal um. Tolles Wetter. Ja. Etwas schwül. Nicht Panama schwül. Schade, ich dachte, da liegt vielleicht was. Ja, egal.
Sah aus wie so ein kleiner Höhleneingang oder sowas. Aber ich glaube, wir müssen da hoch. Komm schon! Und weiter geht's! Ah, perfekt. Ja, das war für den Online-Modus, für den Multiplayer. Da gibt's jetzt Levels, also kann man jetzt hochleveln und ja. Finde ich nice! Was? Ich muss. Was? Hier hoch? What the fuck? Reifenspuren. Hier ist jemand durchgekommen. Oh. Ah! Tut mir so leid. Die Eingeborenen hassen mich bestimmt jetzt. Oh. Hey, seht mal da oben auf dem Hügel. Steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja. Lol, die Kamera sich geht gar nicht mehr zurück. Guck mal auf Nathan, guck mal auf Nathan. Ich kann nicht behindern. Okay. Oh fuck. Du hast mit den Verleihtypen gestritten. Dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinden. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Stehe. Hey, das ist richtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Jede Wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Oh fuck. Kommt man da hoch? Geht es? Oh, fuck. Ha! Steinhaufen! Ich find's zu geil, keine Ahnung. Halt. Und jetzt? Wieso bin ich jetzt... Ich muss aussteigen, oder? Ich meine, ich komme hier nicht weiter. Oder? Kann ich da rüber schanzen? What the fuck? Wo muss ich hin? Moment. Da unten vielleicht lang. Hey, mach langsam, Junge. Ja. Oh, oh. Ah ja, ich bin richtig, okay. Oh. Also, Nathan, du glaubst, Avery, Chu und andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, oh, fuck. Der rückwärts fahren. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Oh. Bam. Okay, ich glaube, ich bin hier richtig. Komm schon. Ja. Los. Ah. Fuck. Das war ein Versuch wert. Okay. Ah. Mal den Turm an. Ich komme mit. Ist das sehr lecker mit dem Schlamm hier. Scheiße, okay, dann müssen wir wohl zu Fuß weiter. Ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Okay, springen wir einfach mal. Ich meine, hier ist eine riesen Klippe, aber es ist ja Nathan Drake, der schafft alles. Wow, guck dir die Aussicht an. Hey, da unten sind... Ah, oh, das sind Knus, oder? Wie die aussehen. Voll knuffig. Wow, sieht so geil aus. Da wäre ich jetzt echt gern. Heiliger Jesus. Nice. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Hier kann ich hoch. Nicht zusammenstürzen. Ist alles gut. Wo muss ich hin? Ah, Schatz. Oh, was ist das? Morgul Puderflasche aus Elfenbein. Schon wieder ein Geschenk für Elena. Jetzt bin ich schon wieder... Oh. So. Das soll so ein Fisch sein, oder? Das sieht voll gruselig aus. Heilige Scheiße. Nicht schlecht. Aber wie komme ich hier weiter? Ah, was haben wir da im Baum? Ich glaube, ich kann da irgendwas machen. Ich glaube, hier ist gar nichts mehr, oder? Naja, gehen wir mal runter. Oh, das war knapp. Hier unten ist nichts mehr, oder? Nee, und da fallen wir lieber nicht runter. Ich kann hier auf jeden Fall das Auto festmachen, glaube ich. Die Rinde ist abgeschält. Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. Ja, und es war ein Seil. Denke ich jetzt mal stark. Die haben da irgendwas hochgezogen. Entweder ihr Auto oder irgendwas anderes. Ich brauche mein Seil. Oh, shit. Yeah, oh, fuck. Boah, sehr lecker. Ist ja jetzt auch dreckig. Geht eigentlich. Vor allem der Schlamm ist direkt getrocknet an seiner Kleidung, oder was? Hey, wusstet ihr, dass unser Wagen eine Winde hat? Nein, ey. Ah, fuck. Was hast du damit vor? Weiß ich noch nicht. Okay, komm schon. Ich hoffe, das geht weit, das Ding. Jetzt gleich so, boah, man, dann zieht's ihn voll runter. Ist irgendwie lustig.
Ach, muss ich da jetzt drum, oder wie? Oh, ich finde das voll geil. So, das sollte reichen. Yes. Okay, komm schon, Sullivan. Zieh hoch. Alter, wieso muss ich fahren? Oh, fuck. Hat Spaß gemacht. Ist steiler, als es aussieht. Okay, fertig. Probieren wir es. Auf geht's. Langsam. Siehst du, Sully? Winde. Total nützlich. Ha! Das war ein Noch hat sie sich nicht getraut. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Ja, ich feiere nur die Großen. Au! Wir haben auch so einen Staubsauger. Da kann man das, das Stromkabel auch so reinziehen lassen. Finde ich immer voll lustig. Ich glaube, ich sollte den Part jetzt dann beenden, weil ich habe halt nicht so viel Zeit. Ich muss noch lernen und so für die Prüfung. Hab voll keinen Bock, Alter. Ach, fuck. Naja, scheiß drauf. Wir gehen jetzt noch schnell darüber und dann mal schauen. Komm schon! Ah. Genieß den Anblick, Gentlemen. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ah, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Wo bin ich hier? Wir fahren nochmal rückwärts. Ja, wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Frieden, Geduld. Weißt du, ah. Die Piraten hierher kamen, sie legten in England ab, segelten nach Brasilien. Atlantik nach Südafrika. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Gleich zurück. Hä? Nathan? Ja, entschuldige. Da lag doch gerade was. Das hat gerade voll so ausgesehen. Jetzt bin ich enttäuscht. Alter, wie das geil aussieht. Wow. Wunderschön. Ja, ich habe so ein schlechtes Gefühl, dass da vorne irgendwas kommt. Ich habe schon die Beta gesehen, also wie gesagt, das war ein kurzer Teil, also der Teil hier. Aber ich glaube, da vorne kommen Gegner, aber ich bin mir gerade echt nicht mehr ganz sicher. Sam, was wolltest du sagen? Ach ja. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, mit einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären. Der Punkt ist, die hatten es echt einfach. Ja, dauert trotzdem. Vorsicht! Ha! Tut mir leid, muss es sagen. Ich will mal gucken, ob hier ein Schatz liegt. Wie komme ich da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Ich will hoch. Hallo? Wo liegt hier Schatz? Oh, da liegt tatsächlich ein Schatz. Oh, was haben wir hier? Eine Schriftrolle? Pergamentrolle. Kann ich die auch irgendwie aufmachen? Nice. Okay, weiter geht's. Ich bin soweit. Okay, scheint mir einfach voll hier runter, oder? Oh nein. Ich glaube, das wäre eine ganz schlechte Idee. Kann ich da rüberschanzen? Glaubt ihr, das geht? Glaubt ihr, ich kann da rüberschanzen? Soll ich es mal versuchen? Komm, für euch mache ich das. Scheiß drauf, auch wenn ich verreck. Ich nehme voll Anlauf und dann schanze ich da voll runter. Okay, festhalten, Leute. Okay, festhalten, Leute. Oh fuck, ich glaube, es wird nichts. Fuck! Okay. War wohl nix. Satz mit X, das war wohl ich, ja. Oh Mann, das war mal. Früher war das mal mein. Wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach... Okay, komm schon. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, die ehemaligen Seemann das Segel erklären. Der Punkt ist, sie hatten es echt einfach. Ja. Dauert heute. Alter, die Steuerung ist jetzt schon besser als bei jedem Rennspiel. Jetzt mal ohne Witz. Das schafft auch bloß noch die Dogge. Also die Firma, die Entwickler des Spiels. Da vorne ist ein Steinhaufen, den will ich umkicken. Ist so lustig, wenn hier Nils fährt. Gibt's keine Pannenhilfe, Nathan. Oh, tut mir leid.
Da ist ein Steinhaufen. Den will ich runterkicken. Für Narnia! Viel zu dem Steinhaufen. Oh, fuck! Eigentlich heißt es Steinwaage. Ja, aber ich mag das Wort nicht. Es klingt seltsam. Steinwaage. Nein, gefällt mir einfach nicht. Ey, Nathan, sieh mal, die Höhle da. Ja, was ist da? Okay, Sekunde. Bring mir was Hübsches mit. Ah, da war gerade ein Schatz, aber liegt hier irgendwas? Da liegt ein Schatz. Na, was ist das für ein fettes Männchen? What the fuck? Antikes Fruchtbarkeits-Idol. Ja, sieht... Ah, oh Gott, nein. Ja, sieht echt aus wie ein Idol. Alter. Wenn die Eingeborenen so aussehen, muss ich keine Angst haben. Dann kriegen die mich niemals so fett, wie die sind. Aber okay. Ja, hier liegt nichts mehr. War einfach nur eine kleine Höhle mit dem Schatz. Sieht aber schon nice aus. Komm schon, Nathan. Wird es gerade dunkel, oder? Nee, oder? Wo muss ich denn lang? Muss ich da hoch? Nee. Hä? Auch. Alle Mann anschnallen. Ah, da. Okay, los! Ja. Yes. Ah, jetzt seht euch das. Oh, Scheiße, stopp, stopp! Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Oh, shit. Tu einfach, was ich tue. Okay, einfach alle totschießen. Oh, da ist ein Sniper auf dem Turm. Okay, Leute. Wir machen im nächsten Part weiter. Das ist, glaube ich, die perfekte Szene. Dann speichern wir erstmal. Halt mal, kann ich speichern? Ich glaube, es hat gerade automatisch gespeichert. Naja, egal, wie dem auch sei, dann sehen wir uns im Part 16. Ja, genau, 16. Also bis dann. Der wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann er kommt. Lass mich überlegen, am Freitag, denke ich, am Freitag. Weil ich jetzt die nächsten 3 Tage Drecks Mittagsschule habe und wie gesagt, die Werkstattprüfung. Deswegen denke ich am Freitag. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Also dann, ciao!